Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer von Ihnen just in diesem Moment mal das Smartphone zücken würde, um einen beliebigen Handwerker mit dem Ziel anzurufen, beispielsweise ein Möbelstück aufarbeiten zu lassen, der wird vielleicht mit sehr viel Glück noch einen Termin im Jahr 2019 bekommen. Die Auftragsbücher sind voll, das Geschäft brummt, stellt sich also die Frage, ist alles in Butter? Das Handwerk selbst kommt in seiner Handwerkszeitung vom Oktober 2017 zu dem Schluss, nein, das Gegenteil ist der Fall. Eine Studie der Universität Göttingen zeigt auf, dass das Handwerk in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich an Boden verloren hat. So wurden von 2008 bis 2014 zwar 5,6% mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte eingestellt, gesamtwirtschaftlich waren es aber 10,9%. 10,2% mehr Umsatz konnte das Handwerk machen, 16,3% waren es insgesamt. Und auch der Anteil an Auszubildenden im Handwerk, das klang hier verschiedentlich schon an, ist zurückgegangen. Wenn man jetzt mal auf Ursachenforschung geht, dann stößt man im Wesentlichen auf drei Gründe für die Situation im Handwerk. Erstens, da sich Deutschland auf Teufel komm raus auf den Export konzentriert und die Stärkung der Binnennachfrage jahrelang vernachlässigt wurde, hat das Handwerk von den wirtschaftlichen Erfolgen deutlich weniger profitiert. Zweitens, der Rückgang der öffentlichen Investitionen und der angehäufte Investitionsstau hat das Handwerk deutlich getroffen. Und schließlich drittens, die Folgen der Novelle der Handwerksordnung von 2004, die von SPD und Grünen gegen die Warnung von Experten und auch gegen den Widerstand der Linken im Bundestag durchgepeitscht wurde. Die Befürchtung, dass die Unternehmensstrukturen dann noch kleinteiliger werden und das zu Lasten von Ausbildung geht, sind am Ende eingetreten. Über 40% der Handwerksbetriebe werden heute von Solo-Selbstständigen geführt. Und das hat natürlich Konsequenzen auch für das Ausbildungsangebot bzw. für die Ausbildungsbereitschaft. Gut finde ich, dass die SPD diesen vorliegenden Antrag mitträgt, der ja noch einmal klar benennt, dass die damalige Novelle unsinnig war. Immerhin sind die Sozialdemokraten an dieser Stelle lernfähig. Allerdings kommt der Antrag doch ein wenig als zweiter oder dritter Aufguss daher. Das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt, aber es sagt natürlich einiges über die Arbeitsweise der Landesregierung aus, wenn die CDU, die ja scheinbar federführend für diesen Antrag ist, darin noch einmal aufzählt, zu welchen Punkten es bereits Landtagsbeschlüsse gegeben hat und dass diese eben offensichtlich nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir haben, was die Situation im Handwerk angeht, kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da können wir uns hier auch hinstellen und noch 20 Mal feststellen und mit beschlossenen Drucksachen um uns werfen, dass es zum Beispiel ein Übergangskonzept Schule-Beruf gibt, das aber seitdem es das Licht der Welt erblickte, relativ wenig passiert ist. Eigentlich müssten mal die Ärmel hochgekrempelt und das ganze System wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Aber man hat so den Eindruck, die Landesregierung mag es etwas gemütlicher und klebt überall, wo es weh tut, lieber kleine, süße Trostpflästerchen drauf, anstatt die Wunde zu versorgen. Und meine Damen und Herren, ich weiß ja, dass Sie durchaus in der Lage sind, hier gleich wieder ein Feuerwerk an Beispielen abzubrennen, was Sie alles bewegt, verändert und gezaubert haben. Allerdings, wenn wir über die fehlenden Fachkräfte und den Nachwuchsmangel diskutieren, dann möchte ich mal daran erinnern, dass das mit vielen Faktoren zu tun hat und wer die Verantwortung dafür trägt, dass beispielsweise die Hälfte der Berufsschulstandorte geschlossen worden sind. Die damit zusammenhängenden langen Fahrtwege sind eben auch etwas, was dazu führt, dass sich Auszubildende heute nicht fürs Handwerk entscheiden. In dem Punkt zumindest sind wir uns auch mit den Vertretern der Handwerkskammer einig. Die Koalition ist diejenige, die hier Jahr für Jahr vor sich hinwurschtelt. Wir hatten ja jüngst das Thema der Fahrtkostenrichtlinie, anstatt hier ein vernünftiges Papier auf den Tisch zu legen. Und wenn ich mir jetzt den Antrag anschaue und dann wieder lese, dass dort auch wieder steht, ich darf das zitieren, ein möglichst vollständiger Abbau finanzieller Hürden soll bei der Berufsausbildung erfolgen, da bin ich eben skeptisch, ob dann am Ende tatsächlich was Vernünftiges bei herauskommen wird. Meine Damen und Herren, und wenn ich mich schon ein wenig
in Rage geredet habe, dann passt das Thema Mindestausbildungsvergütung. Ja, sehen Sie, ich bin ein ruhiger Vertreter. Das steigert sich bei mir langsam. Okay. Aber Herr Renz, jetzt provozieren Sie natürlich. Na, jetzt wollen Sie es provozieren, dass es emotional nach oben geht. Jetzt sind Sie wach. Das freut mich für Sie. Also, das Thema Mindestausbildungsvergütung, das ist übrigens auch der einzige Punkt in dem Antrag, dem wir ausdrücklich nicht folgen werden. Und deshalb bitte ich hier an der Stelle schon mal darum, dass dann im Punkt 2 auch eine getrennte Abstimmung stattfinden kann. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Ich will nicht schon wieder mit dem Kollegen Waldmüller über die Tarifautonomie diskutieren, auch wenn das ja zuweilen durchaus Vergnügen bereitet. Ingo Schlüter hat ja am Montag in der SVZ das Gejammere über die fehlende Leistungs- und Zahlungsfähigkeit in Sachen Mindestausbildungsvergütung aus meiner Sicht vollkommen richtig eingeordnet. Mindestlöhne und Mindestausbildungsvergütung sollen da steuernd eingreifen, wo die Tarifparteien aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ausreichendem Maße oder auch gar nicht mehr zu tariflichen Vereinbarungen kommen. Und das, Herr Waldmüller, muss doch irgendwann auch mal in Ihren Kopf hereingehen. Wenn ich schon die Formulierung lese, unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern, da könnte ich doch direkt aus dem Anzug springen, denn diese Formulierung sagt doch eines ganz klar, Herr Waldmüller, die CDU will keine Mindestausbildungsvergütung, also am besten natürlich gar keine, weil das ja der Markt regelt, aber wenn sie denn schon sein muss, dann am besten regional abgestuft und branchenabhängig. Das ist das, was Sie jetzt wollen. Aber wenn das so umgesetzt wird, dann sage ich mal ganz offen, gute Nacht, Marie, dann können wir hier einpacken. Denn wenn wir anfangen, auch noch regionale Unterschiede zu machen, Schlupflöcher bewusst in ein Gesetz zu schreiben oder aber die Höhe so anzusetzen, dass am Ende wieder keiner wirklich davon profitiert, dann ist das doch für viele junge Menschen eher ein Argument mehr, um Mecklenburg-Vorpommern den Rücken zu kehren. Denn gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir es ja mit zu wenigen Schulabgängern zu tun haben und nicht nur entlohnungstechnisch schwierige Rahmenbedingungen haben, da wäre es doch geradezu absurd, noch einen solchen Punkt draufzusatteln. Wir müssen doch eigentlich näher ran an das Niveau der westlichen Nachbarbundesländer und nicht den Abstand bei den Ausbildungsvergütungen auf diese von Ihnen vorgeschlagene Weise noch weiter manifestieren. Und deshalb will ich für meine Fraktion auch noch mal unmissverständlich klarstellen, eine Mindestausbildungsvergütung ist längst überfällig. Es kann nicht sein, dass eine angehende Verkäuferin, eine angehende Friseurin oder ein angehender Schornsteinfeger neben der Ausbildung am besten noch einen Zweitjob machen muss, um über die Runden zu kommen. Und diese Mindestausbildungsvergütung, die muss von Anfang bis Ende für jeden Auszubildenden, ob auf Sylt ganz im Norden, in Oberstdorf ganz im Süden, in Penkun ganz im Osten oder in Isenbruch ganz im Westen, einheitlich gelten. Ohne faule Kompromisse, ohne Schlupflöcher und ohne Ausnahmen. Der DGB hat ja, wie ich finde, hier vernünftige Vorschläge unterbreitet. Er hat gesagt, wir nehmen uns das Durchschnittsniveau von, also wir nehmen 80% des durchschnittlichen tariflichen Niveaus der Ausbildungsvergütung. Das würde dann bedeuten, dass im ersten Lehrjahr eine Mindestausbildungsvergütung von 635 Euro zu zahlen wäre. Wenn Sie sich mal anschauen, was teilweise bei uns gezahlt wird, ich nenne Ihnen mal drei Zahlen exemplarisch. Ein Fleischer bekommt hier im ersten Lehrjahr 303 Euro, eine Friseuse 406, ein Hotelkaufmann 585 Euro. Da sieht man, da ist dann durchaus noch Luft nach oben. Und wenn Sie mir jetzt wieder mit der Leistungsfähigkeit und diesen Fragen kommen, dann müssen Sie sich bitte auch einmal anschauen, wo die Abbruchquoten in den Ausbildungsberufen am höchsten sind. Zum Beispiel bei den Friseuren. Ja. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Bundesweit fangen jedes Jahr 10.000 Auszubildende im Friseurhandwerk an und 5.000 davon schaffen es dann tatsächlich bis zur Prüfung durchzuhalten. Und das hat erwiesenermaßen auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun, unter anderem auch mit der Frage der Entlohnung. Also gerade für diese Berufe ist es von Vorteil, wenn sie mit den anderen Ausbildungsberufen zumindest gleichziehen. Das wäre dann auch mal eine Maßnahme, um beim Thema Fachkräftemangel tatsächlich voranzukommen. Und deswegen, wie gesagt, die anderen Punkte Ihres Antrags
Da können wir uns durchaus auch hinter versammeln, aber was das Thema Mindestausbildungsvergütung angeht, sind wir dezidiert anderer Auffassung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus